Geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen hier im Saal auch und im Stream. Eine Sache vorweg, weil ich es einfach ansprechen muss und die Verwirrung gestern ja um die 2 vor 10 Anträge auch so ein bisschen aufklären möchte. Seit September 2022 ist dieser Antrag durch die Ausschüsse durch. Ich war inzwischen schon 2-mal sinnlos vor Ort im Stadtrat, weil die Linke im Vorfeld nicht kommuniziert hat, dass sie den Tagesordnungspunkt zur Umzugsbeihilfe vertagen will. Zur letzten Sitzung, dann habe ich übrigens nicht mal durch die Linke selbst, sondern von ihrem Redner 2 Tage vor der Sitzung Bescheid bekommen, dass kein Vorziehen beantragt wird und der Punkt somit ein 3. Mal nicht drankommt. Wieder sinnlos, Zeit verplant. Dann gab es eine erneute Einigung zwischen dem Redner und mir, das heute auf 15 Uhr vorzuziehen. Diesmal hat auch der Referent der Dissidentenfraktion schon über eine Woche vorher bei der Fraktion angefragt, damit ich nicht wieder sinnlos erscheine oder lange warten muss. Wieder keine Antwort. Gestern, einen Tag vor der Sitzung, bekomme ich wieder durch den Redner, nicht durch die Fraktion gesagt, dass es nun doch nach der Pause sein soll und nicht wie abgesprochen zu Beginn der Sitzung. Ganz ehrlich, man muss mit mir als Rednerin echt nicht so umgehen und kann auch ein bisschen Respekt vor meiner Zeit haben, ganz ehrlich. Ich hätte mir einfach deutlich bessere Kommunikation im Vorfeld gewünscht. Nun zum eigentlichen Thema. Sie erinnern sich sicher noch an mich. Ich bin Anne Herpertz, Tutorin an der TU Dresden. Und ich habe im November 21 bereits in der Anhörung vom Sozialausschuss sowie auch im März 22 zum damaligen Antrag der Dissidenten für eine Umzugsbeihilfe gesprochen und geworben. Danke an der Stelle an die Dissidentenfraktion, dass ich auch heute noch mal zu Wort kommen darf. Wir sprechen also nun über den Vorschlag der linken Fraktion zur Umzugsbeihilfe. Noch kurz der Reminder, Frau Barkow nannte unseren Vorschlag zur Umzugsbeihilfe damals unpassend und, Zitat, nicht zielführend. Die linke Fraktion stimmte dann, mit Ausnahme von 2 Enthaltungen, gegen unseren Vorschlag der Umzugsbeihilfe, übrigens auch Rückbezug auf die Rede vorher, ohne Ersetzungs- oder Änderungsantrag, was schon vor einem Jahr dann hätte beschlossen werden können. Noch während der Sitzung im März, also vor einem Jahr, kamen auch verschiedene Vertreter in der progressiven Fraktion auf mich zu. Sie stünden eigentlich hinter der Umzugsbeihilfe, was ich auch nach wie vor glaube und auch annehme. Die Idee soll dann aber mit in die Haushaltsberatung genommen werden. Und im Prinzip, das verstehe ich absolut. Erst Haushaltsberatungen und dann der neue Versuch für die Umzugsbeihilfe. Aber nur 2 Monate später, nachdem der Antrag abgelehnt wurde, im Mai, kommt die Linke, die den Vorschlag der Umzugsbeihilfe irgendwie nicht zielführend fand, mit dem fast exakt gleichen Antrag um die Ecke. Ein paar Änderungen gibt es, das erkenne ich an. Obwohl sie ihn vorher noch mehrheitlich abgelehnt hatte und es zu dem Zeitpunkt, das ist das Wichtigste, immer noch keine Haushaltsberatungen gegeben hatte. Das ist also nicht mal das Schlimmste an der Sache. Es hatten noch keine Haushaltsberatungen stattgefunden, als auch dieser Antrag eingebracht wurde. Man wollte, ja, es findet sich nach wie vor in diesem Antrag keine Kostendeckelung und auch kein Deckungsvorschlag, was insgesamt auch handwerklich ziemlich schlecht ist. Der Dissidentenantrag hatte wenigstens diese Obergrenze, bis wohin wie viel Budget überhaupt abgegriffen werden darf. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Der Antrag wird heute aller Voraussicht nach wieder abgelehnt werden. Den Hinweis der Dissidenten im Finanzausschuss, den Antrag zu vertagen, bis es einen Posten im Haushalt dafür gäbe, ist nicht gefolgt worden. Trotz vieler Vertagungen hat sich an dem Antrag nichts geändert. Es hätte also Mittel und Möglichkeiten gegeben, den Antrag zur Umzugsbeihilfe nicht zum Scheitern zu bringen. Die Quittung war dann ein negatives Votum im federführenden Ausschuss. Was folgt daraus? Wenn dieser Antrag jetzt hier im Stadtrat wieder abgelehnt wird, was sehr wahrscheinlich ist, weil er handwerklich schlecht ist, wird es 6 Monate lang wieder keine Möglichkeit geben, ihn eigentlich erneut einzureichen. Man hat also mit der Unfähigkeit, strategisch klug an die Sache ranzugehen, erneut verhindert, dass die Umzugsbeihilfe im nächsten halben Jahr für alle Zuziehenden oder hier schon seienden Studis, Azubis und Buftis kommen wird. Also faktisch einen Bärendienst für jene erwiesen, für die sie sich eigentlich sozial stark machen wollten. Wenn es Ihnen wirklich um die betroffenen Menschen gehen würde, hätten Sie vielleicht das Ziel des Antrags und die Strategie dahin über die Selbstinszenierung stellen sollen. Was wurde mir nach dem abgelehnten Dissidentenantrag zur Umzugsbeihilfe gesagt? Erst Haushaltsberatungen, dann Antrag. Das hätte die Linke selbst tun sollen und außerdem auch alle anderen Fraktionen, die mir damals eigentlich gesagt haben, wir müssen das mit in die Haushaltsverhandlungen reinnehmen. Ich stehe doch nach wie vor für Gespräche mit den demokratischen Fraktionen zur Verfügung, wie wir es doch vielleicht irgendwie noch schaffen können, eine Umzugsbeihilfe wieder einzuführen. Ein letzter Tipp und fürs nächste Mal vielleicht versuchen, auf ein politisches Ziel und dessen Umsetzung hinzuarbeiten, statt sich schmücken zu wollen. Das hilft den Menschen da draußen mehr. Danke für die Aufmerksamkeit.